Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, wie sich die FPS eurer Grafikkarte mit der Refresh Rate eures Monitors abgleichen kann. Bisher waren es eigentlich zwei Standards, die es gab. Das war einmal AMDs FreeSync und einmal Nvidias G-Sync. AMD FreeSync ist im Grunde genommen der Adaptive Sync, der mit dem DisplayPort kam. Und Nvidias G-Sync braucht ein eigenständiges Modul. Das hat allerdings auch die Monitore mit G-Sync sehr teuer gemacht. Gut und gerne 200 Euro mehr als vergleichbare Monitore, die AMD FreeSync unterstützen. Nvidia hat jetzt aber ein Zugeständnis gemacht an diesen offenen Standard des DisplayPorts. Nvidia hat sich jetzt nämlich endlich dem Adaptive Sync des DisplayPorts geöffnet. Das bedeutet, ab jetzt können alle Monitore mit Adaptive Sync oder FreeSync auch mit Nvidia Grafikkarten zusammenarbeiten. Aber das Ergebnis schwankt halt sehr, weil FreeSync nicht gleich FreeSync ist. Deswegen hat Nvidia ein neues Label rausgebracht, G-Sync Compatible. Das sind die Monitore, die Nvidias hohem Standard gerecht werden. Um uns also diesen neuen Standard mal anzusehen, haben wir uns den Omen X25F geschnappt. Der kann tatsächlich beides. G-Sync Compatible und AMD FreeSync. Also egal, ob ihr eine Nvidia Grafikkarte oder eine Grafikkarte von AMD habt, er kann sich mit beiden abgleichen. Aber wie gut ist eigentlich G-Sync Compatible im Vergleich mit richtigen G-Sync und im Vergleich mit AMD FreeSync? Der Omen X25F hier neben mir ist ein 240 Hz Monitor. Full HD, 1 Millisekunde Reaktionszeit, ein E-Sport-Ding. Dasselbe gibt es auch noch mit richtigen G-Sync. Das ist dann für die, die noch ein bisschen mehr haben wollen, die noch das letzte Flimmern raus haben wollen und das letzte minimale Tearing raus haben wollen. Der Omen hier, so wie er steht, kostet so knapp 400 Euro. Der Acer mit vollwertigen G-Sync ist schon 150 Euro teurer ungefähr. Mit G-Sync Compatible macht ihr absolut nichts falsch. Aber die Hierarchie ist auch absolut klar. Ganz oben G-Sync Ultimate und G-Sync. Dann kommt G-Sync Compatible und dann kommt V-Sync und nichts. Das ist eine super Orientierung, perfekt um zu sagen, ich weiß, dass es vernünftig funktionieren wird mit meiner Nvidia Grafikkarte. Okay, das Schlimmste, was ihr machen könnt, gar keine Synchronisation. Kein FreeSync, kein G-Sync, nicht mal V-Sync. Dann habt ihr genau das, habt ihr diese Bildrisse, dann habt ihr dieses Flickern, dieses Wabern, das ist fürchterlich. Macht das nicht. Im ersten Schritt kann man zum Beispiel schon mal wunderschön V-Sync anschalten. Das ist eine reine Softwarelösung, die schon mal ein bisschen was bringt zumindest. Sie reduziert zumindest schon mal das Bildreißen und das Wabern ein bisschen. Und da ist es egal, was ihr benutzt für eine Grafikkarte oder was für einen Monitor. Wie schon gesagt, die meisten Monitore auf dem Markt besitzen AMD FreeSync. Das ist auch eine sehr gute Technik in Verbindung mit einer AMD Radeon Grafikkarte. Und es zeigt sich halt auch, dass das Bildreißen auf ein absolutes Minimum beschränkt ist. Auch dieses Wabern, dieses Flickern, das ist alles nicht mehr da. Oder wenn, nur noch so ganz, ganz schwach. G-Sync Compatible sieht ähnlich aus. Auch hier, die Bildrisse sind fast weg. Das Wabern ist noch minimal vorhanden. Aber es ist eine ganz andere Hausnummer, als V-Sync oder gar nichts anzuhaben. Vollwertiges G-Sync haben wir uns auch noch mal angesehen mit einem Monitor, der ein identisches Panel hat zu dem Omen, den wir hier stehen haben. Und da war dann tatsächlich auch die letzte Kleinigkeit ausgemerzt. Also da gab es dann überhaupt kein Flickern, da gab es überhaupt kein Bildreißen mehr. Das war dann wirklich so, wie es sein sollte einfach. Wem das aber wichtig ist, der ist auch gewillt, dieses Geld auf den Tisch zu legen. Für alle anderen würde ich fast sagen, reicht G-Sync Compatible mehr als aus. Es ist ein Label zur Orientierung. Es funktioniert besonders gut. Mit diesen Monitoren, die dieses Label tragen, funktioniert das Abgleichen besonders gut. Es geht aber auch mit jedem anderen Monitor, der AMD FreeSync unterstützt. Der kann auch mit eurer Nvidia Grafikkarte arbeiten. Das ist nicht das Problem. Das Label hilft euch nur zu orientieren, mit denen funktioniert es am besten. Und ich denke mal, wir sind da so nah dran an originalem G-Sync, dass es für die meisten Käufer absolut ausreichend ist. Okay, war das für euch jetzt auch so kompliziert wie für mich? Wenn ihr Fragen habt zu der ganzen Thematik, ab unten in die Kommentare. Wenn ihr schon mal da unten seid, ihr kennt das Spielchen, bewertet das Video, Glocke, Abo. Ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Video wieder.